Montag, morgen hier bei uns in Deutschland Zeit, um ein paar Dinge an den Währungsmärkten zu klären. Gestern habe ich geschrieben im Research am Sonntag, der Chart vom britischen Pfund US-Dollar, der sieht momentan ein bisschen angekratzt aus. Kann kurzfristig doch nach unten gehen. Äh, das ist so. Von der Verortung her doch ein sehr interessanter Bereich für eine mögliche Gegenbewegung. Das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei für heute. Leute, wir haben ein sehr, sehr schönes Reopening-Setup für die Long-Richtung bei den Indizes. Und das schauen wir uns gerade mal an. Da sind zumindest erste Tendenzen erkennbar, dass es doch. Zunächst erstmal wenigstens eine Gegenbewegung zu den Rutsch von letzter Woche geben kann. Ob das nachhaltig ist, das wird sich zeigen, aber es ist ja immer wie es ist. Early Bird, sag ich nur, der frühe Vogel fängt den Wurm und wir haben momentan eine Chance. Natürlich ist das risky, das ist ganz klar. Das sollte man in den Setups auch immer beachten. Nur wer solche frühen Chancen nicht wahrnimmt, ja, der ärgert sich dann oft am Ende dass es entsprechend nicht so ging, wie man gerne wollte. Deswegen heute auch der Blick so ein bisschen auf die Indizes in den USA, auch den DAX, das machen wir und natürlich äh, hier an dieser Stelle auch der ein oder andere Wunschmarkt. Und da sehe ich auch schon hier die guten Morgengrüße reinflattern auf Zoom und auch auf Facebook. Das freut mich sehr. Danke übrigens auch für die äh, Rückmeldung zum Webinar am Freitag zu dem Thema mit äh, den Zinsen, wie die Entwicklung ist beziehungsweise wie das so funktioniert mit dem Steuerung der Renditen und so weiter und so fort. Freut mich, wenn ich da dem einen oder anderen so ein bisschen unter die Arme äh, greifen konnte und ein bisschen mehr Verständnis für dieses Thema auch bringen kann. Denn ähm, wir werden es sehen, die Zinsen werden in Zukunft auch eine Rolle spielen. Und das, was jetzt als nächstes kommt, ist nicht der Vergleich, ob der Aktienmarkt vielleicht besser performen kann als der Zinsmarkt. Oder umgekehrt, sondern der nächste Vergleich, den die Institutionellen äh, machen werden, ist das Thema der ähm, Renditen, der Dividendenrenditen mit den Renditen am langlaufenden Aktienmarkt. Na, wenn sich dort was umkehrt und man irgendwann dann sagt, okay, die Rendite am Zinsmarkt ist jetzt aus Risikogesichtspunkten äh, günstiger als die Rendite bei Dividendentiteln, dann wird es dort auch weitere Umschichtungen geben und das bringt dann durchaus wieder Druck auf entsprechend die Aktienmärkte. Das muss man ein bisschen im Blick haben. Das sind so, sage ich mal, die kaskadischen Schritte, die in so einer Entwicklung immer kommen. Äh, zumindest ist das in der Vergangenheit so gewesen. Und diese Dinge, die wir jetzt erleben, erleben wir ja nicht zum ersten Mal. Da spiegelt sich auch immer etwas wieder, was sozusagen hintendran schon oft gelaufen ist. Und diese Sequenzen, was dort abläuft, sind halt immer die gleichen Dinge. Und deswegen ähm, wird auch das mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen. Aber wie immer sage ich hier dazu, es kann alles kommen und alles anders, wie wir das. Das glauben. Deswegen müssen wir auch immer schön auf die Aktienmärkte schauen, beziehungsweise auf das schauen, was die Märkte machen. Und deswegen ähm, ja, schauen wir jetzt gleich mal in die Charts rein. Zunächst erstmal natürlich der Risikohinweis: das bitte ich wie immer in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und da äh, folgt noch kurz der Blick in die Nachrichten. Heute haben wir ein bisschen mehr als normal und wir wissen ja auch, diese Woche ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Paul-Rede, wir haben äh, den Arbeitsmarktbericht und wir haben äh, die Non-Farm Payrolls. Also, das wird echt eine sehr, sehr entscheidende Woche. Aber jetzt kommt es erstmals auch darauf an, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Denn das ist ja für die FED auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch für beiden wichtig für das Wirtschaftsstützungsprogramm, was jetzt kommt. Das durchläuft ja gerade die letzten Schritte. Mitte März wird es erwartet, dass es dann offiziell. Verabschiedet wird. Da kommt noch einiges und da bin ich gespannt, wie es die Märkte entsprechend aufnehmen. Schauen wir auf die Tagesnachrichten von heute. Eine rote Zahl aus China. Der HSB Einkaufsmanager-Index ist zurückgegangen von 51,1 auf 50,9. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe heute Morgen auch aus Deutschland um 9.55 Uhr und um 10.30 Uhr gibt es das Ganze. Für die Briten am Nachmittag dann Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA und dann um 17.10 Uhr erwarten wir noch eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde und das auch immer sehr wichtig. Da hört der Markt wirklich ganz genau hin und wir haben ja gesehen, wie flott es mit dem Euro auch mal ein Stückchen weit nach unten gehen kann, dass der Schwächel, das haben wir am Freitag gesehen, was die Währung beispielsweise Euro, US-Dollar dort gemacht haben, also der fake Breakout ist mal wieder Realität geworden. Das hatten wir ja besprochen äh, zu dem entsprechenden Ab äh, zu dem entsprechenden, ähm, Setup, was wir hier gesprochen haben und ich sehe gerade auch, Facebook läuft hier das passt sehr schön. Guten Morgen, liebe Leute. Und heute machen die Friseure wieder auf. <laughs> Zeit wird es hier die Frise wieder ein bisschen in Ordnung bringen. Wird Zeit, dass die Wirtschaft auch wieder ein bisschen öffnet. Mal gucken, wie es losgeht, aber auf alle Fälle, äh, ja, haben wir das auch? Also, wer das noch nicht auf dem Schirm hat, Friseurtermine sind da jetzt wieder möglich. Und wir gehen jetzt weg von der Friese hin zu den Charts und wir gucken gleich das Ganze mal an, aber nicht auf den S&P 500, den hatte ich nur gerade noch offen, äh, wegen meiner eigenen ähm, Handelsvorbereitung äh, dort den Entry zu planen. Nein, wir schauen zuerst einmal auf die Währungen und da hatte ich ja gesagt, das erste Währungspaar, was wir uns hier anschauen wollen, ist das Cable, also britisches Pfund, US-Dollar. Jetzt muss ich nur mal suchen, wo er ist. Da haben wir es. Ich mache das Bild auch direkt groß. Hier an dieser Stelle und dann kann auch jeder die Charts entsprechend hier äh, in HD sozusagen sehen. So, okay, alles klar, zack, jetzt haben wir es. Da ist das große Bild. Und damit lasst uns mal schauen auf das britische Fund und auf das, äh, was ich im Research am Sonntag gestern geschrieben hatte. Wer sich hier fragt, was das ist, das Research am Sonntag, ich in der Regel. Mache ich am Sonntag so ein bisschen Marktvorbereitung für den Wochenstart und das, was dort rauskommt, schreibe ich immer direkt für Tickmill, äh, für unsere Leserinnen und Leser direkt auch rauf und äh, verteile das noch ein bisschen äh, im World Wide Web. Also, wen das interessiert, so ein bisschen für die Marktvorbereitung in der kommenden Woche, einfach mal reinschauen. Ähm, ist immer ein bisschen äh, was anderes, äh, wenn man das am Sonntag schon in Ruhe vorbereiten kann, als wenn man vor tickenden Märkten sitzt. Britisches Fund. US-Dollar hier die Woche. Was sehen wir? Warum habe ich diesen Titel jetzt reingenommen? Moment, ich muss mal kurz ein paar Linien rausnehmen, die uns jetzt hier bei der entsprechenden Chartbetrachtung noch stören. Keine Sorge, die lege ich nachher wieder rein. Alles gut. Also. Worum geht es mir? Um folgendes: Wir sehen hier schön den laufenden Aufwärtstrend. Alles gut, alles wunderbar. Der ist schön nach oben gelaufen, alles fein. Die Bewegung ist auch schön rausgekommen. Das, was wir hier unten als korrektive Phase hatten, haben wir oben auch drauf bekommen. Das ist alles schön. Was wir hier oben hatten, war das Widerstandslevel hier. Ne? Mehrfach top, das kommt auch ein Stückchen weit von hinten, grob 1,42,60. Da sind wir letzte Woche reingelaufen und haben von dort wieder mal einen phänomenalen Abverkauf gesehen. Das ist jetzt per se an sich äh, nichts Dramatisches ähm, und auch eigentlich und auch uneigentlich kein Grund, jetzt hier auf die Shortseite zu wechseln. Jetzt kommt doch das Aber. Und zwar Thema Aber. Hat damit zu tun, Nummer eins, ähm, die aktuelle Bewegung im Wochenchart, also im Trend an sich, ist weit gelaufen. Da wird eine Korrektur mal überfällig, das ist das eine. Und die ist ja letzte Woche auch schon geschehen. Das ist also auch kein Thema, warum ich das jetzt auf der Uhr habe. Ich habe das aus dem Grund auf der Uhr, ähm, dass der Trend häufig, während er ganz normal läuft, Dinge immer wieder gleich macht. Und was wir hier im letzten Widerstandslevel gesehen haben, bevor wir nachhaltig so einen Widerstandsbereich herausgenommen haben, hier die 1,3430 war auch so ein Level hier, mehrfach getoppt. Ne? Und dann ging es erstmal nach unten. Gut, wir waren hier noch verortet eben nur Abwärtstrend. Das ist eine andere Geschichte, aber mal bezogen auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier hatten, hat er halt in diesem Level doch einen ziemlich starken Rücksetzer gemacht. Und bis wohin hat er den Rücksetzer gemacht? Den Rücksetzer hat er direkt reingemacht hier unten in diesen Ausbruchsbereich um die 1,2750. So, und wenn wir mal davon ausgehen, dass es durchaus passieren kann, dass so ein Trend das Ganze zweimal macht, ja, haben wir hier den zweiten Versuch. Die, die, die ganzen Gegebenheiten sind ähnlich. Wie hier unten, ne? eine weit gelaufene Bewegung in den Widerstand rein. Hier eine weit gelaufene Bewegung in den wichtigen Widerstand rein. Danach kam es zur Korrektur in den letzten Ausbruchsbereich. Sehen wir das hier auch? Dann müssen wir aufs Wochentief schauen. Fällt das Tief dieser Kerze hier? Dann ist der Weg erst einmal frei. Wo haben wir das Ausbruchslevel? Hier unten im Bereich der 1,3430. Das sind mal grob die Marken, die wir hier auf der Uhr haben, wenn der Markt nach unten geht. Das ist das Wichtige. Macht er es nicht, bleibt er stark, dann wird es erstmal wichtig zu sehen, was passiert hier oben bei 1,4240. Fliegen wir da drüber, haben wir natürlich auf der Chartoberseite noch Anlaufpunkte. Und das nächste größere Anlauflevel, was wir dann oben haben, ist mal so die Marke die 1,50 da oben. Wartet, ich mache das mal ganz kurz in rot. Das ist der nächste Anlaufpunkt. Da hatten wir einen ordentlichen Spike drinnen. Ähm, das ist mal eine ordentliche Hausmarke hier. Wie schon gesagt, im Wochenchart drinnen. Das wäre quasi eine wichtige Marke auf der Chart-Oberseite. Ist viel Luft zur Oberseite hin, aber durchaus möglich. So und jetzt kommen wir mal in die kleinere Planung entsprechend rein. Hier an dieser Seite schauen wir mal in den 4-Stunden-Trend rein. Und da sehen wir, was ich gerade im Tageschart auch gezeigt habe. Wartet mal, ich habe ja eine Sache vergessen. Ich habe ja gerade mal ähm, das Tief der Woche noch avisiert. Ich lege hier auf das Tief der Woche mal eben eine Linie rein, hier unten. Ähm, nur damit wir eine kleine optische Hilfe haben. Ne? Weil das ist manchmal so, wenn man im Tunnel ist und man sieht für sich selbst, naja gut, unter dem Wochentief geht es weiter abwärts, ähm, glaube ich trotzdem, dass es besser ist, wenn man das Ganze mal ein bisschen ähm, visualisiert auch. Das heißt an dieser Stelle hier das Tief haben wir gehabt bei 138 88. Das lege ich gleich mal rauf hier. 1,38, 88, so, mach mal 89, das ist auch okay, das passt gut. Also hier an dieser Stelle sehen wir uns jetzt mal diesen Chart im Kleineren an. Warum schauen wir in das Kleinere? Wir schauen hier in das Kleinere rein, weil diese Umschwünge immer vom Kleinen ins Große gehen. Einfach mal merken, es geht in der Regel, wenn ein Turnaround kommt, immer vom Kleinen ins Große entsprechend rein. Deswegen schauen wir uns das Kleine jetzt mal an im 4-Stunden-Chart und da sehen wir halt den Aufwärtstrend nach oben Laufen, das wäre diese hier, ne? das ist ganz klar. Ähm, der hat sein Zwischentief übrigens auch erst hier unten um die 1,38,30. Äh, um also das ist mal der wichtige Marker. Bis dahin ist alles nur geplänkel. Aber was halt wichtig ist, wir hatten ja die hohe Dynamik oben drauf. Wir haben halt hier schon einen kleinen Abwärtstrend nach unten laufen. Also wenn wir uns das mal anschauen wollen, das, liebe Leute, ist ein Abwärtstrend. Der steht gerade in seiner korrektiven Phase. Und wenn der sich nach unten unter das Tief sozusagen fortsetzt, dann kommt halt das Level hier unten bei 1,3130 bei raus. Und das ist durchaus eine Chance hier nach unten etwas zu spielen in Richtung dieses größeren Ausbruchsbereich, was ich vorhin gesagt habe, hier unten, wo wir diese rötliche Markierung noch drinnen haben, das ist das letzte Ausbruchslevel hier auf der Wochenchartbasis um die 1,3450 rum. Schaut mal hier, das ist ein Band und da haben wir auch größere Unterstützungen. Hier die 1,3565 hier drüben die 1,35,20 und dann haben wir schon hier mitten in diesem alten Band die 1,34,50 drinnen liegen. Das sind gute Anlaufpunkte. Ob das soweit kommt oder nicht, sei erstmal dahingestellt und auch für die kurzfristigen Trader gibt es hier natürlich noch bis dahin. Der erste größere Anlaufpunkt, den haben wir ja hier unten liegen. Wartet mal, ich mache euch mal kurz den größeren Zeitrahmen mit rein. Schaut mal hier, das ist der erste größere wichtige. Das ist der Schwung, der letzte Schwung nach oben hin. Ähm, deswegen hat diese Marke hier bei 1,38,30 auch die wichtige Bedeutung, wenn die unterschritten wird, heißt es halt, dass hier erstmal Ende ist und da haben wir dann auf dem Weg nach unten zu diesem größeren Auffangbereich hier die Level liegen um die 13775 und hier unten dieses kleine Zwischentief bei 13680, die man durchaus zur Planung auf die Unterseite mit reinnehmen kann. Und das ist wirklich das wirklich Interessante an dieser Stelle. Und diejenigen, die auf diese Ziele hier unten auch abgehen, auf die etwas engeren Ziele, für die ist es jetzt natürlich wichtig zu sehen, was macht der vier-Stunden-Trend. Ne? Und der korrigiert natürlich gerade. Äh, und wenn wir da aus der Korrektur nach unten traden wollen, wie schon gesagt, jetzt wäre es wichtig, Trendfortsetzung zur Unterseite. Aber da macht natürlich der Blick in die vier Stunden Sinn. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, das ist der Trendverlauf, den wir da dann haben. Und wir haben halt hier oben in in diesem Bereich jetzt, wo der Markt gerade dort oben so ein bisschen angedockt ist, hier in diesem Level, da haben wir ein wichtiges Umschwung-Level sozusagen. Und das haben wir hier gerade auf der Uhr. Und wenn wir das als Widerstand bekommen und wir jetzt hier tatsächlich einen kleinen Abwärtstrend schon wieder reinnehmen, auch hier mal kurz den Lower Timeframe, schaut mal hier, haben wir die steigenden Hochs. Und hier haben wir plötzlich, Moment, das nehme ich mal raus, das verwirrt nur, hier haben wir plötzlich ein. Tief und ein tieferes Höch. Und wenn wir hier jetzt unten drunter fallen, haben wir die erste sozusagen Umkehrphase auch da. Wenn wir nicht hier oben über die 1.40 drüber rauskommen, dann haben wir hier so einen leichten Deckel drauf. Wir sehen es hier oben, das war so Verkaufslevel ein bisschen mit. Das wäre dann der Punkt, tatsächlich die Unterseite anzustreben. Und auf dem Weg zum Zwischentief an sich, also was ich hier unten blau markiert habe, so ganz grob um die 1.3890, das wäre dann mal der Anlaufpunkt unten durch. Das heißt, fallen wir hier unten drunter, haben wir wir hier ein Abwärtstrend und der kann sich dann weiter zur Unterseite ausweiten im nächsten extrem kurzen. Das ist wirklich das ganz, ganz kurze Handelsset ab, was wir hier haben. Deswegen mache ich das auch mal hier unten rein. Die Unterseite hier, da haben wir es drinnen liegen. Das ist mal der Anlaufpunkt innerhalb der 15 Minuten Sequenz hier diese Zwischentiefs die wir hier unten haben so grob um die 13920 bis 23 die wir hier haben und dann schon das Tief da unten und wenn das unten rausfällt das wäre dann quasi die Trendfortsetzung ähm, aus der korrektiven Phase heraus das heißt hier 4 Stunden, äh, Stunden trend, das die korrektive Phase nach oben, knallt unten drunter, ist da alles weg. Ansonsten, wenn wir die Ausdehnung zur Oberseite hinbekommen, das wäre quasi, was ich vorhin auch gesagt habe, dass der Markt sich sagt, naja, so richtig wollen wir noch nicht raus, wir wollen erstmal wirklich oben rein, nochmal in die alten Hochs mit rauf. Dann sehen wir es natürlich auch. Dann schiebt es diesen kleinen Aufwärtstrend hier zur Oberseite weg. Und was wir da dann haben, ist ganz klar die Anlaufpunkte auf der oberen Seite hier. Das wäre mal ungefähr die Marke von, was haben wir da liegen? 1,40, 23 hier, 1,40, 20, 1, 40, 23. Also hier haben wir die ersten zwei. Ähm, ganz ganz eng aneinander liegenden Zwischenhochs, also im Rahmen zwischen 1,22 und 1,25. Und dann können wir so ein Stück weit noch nach oben gehen. Hier das kleine Zwischenhoch um die 1,4050 und dann hier eine wichtige Marke oben drauf. Natürlich hier das Korrekturhoch dieser größeren Abwärtsphase. Das haben wir um die 1,4182 liegen und dann noch ein Zwischenlevel, als wir hier oben nämlich rumgedreht sind. Das nehme ich mal ganz kurz hoch, dieser Bereich hier drüben der wäre auch wichtig, denn da haben wir gesehen, das war Marktbeachtung, eine ganze Weile Unterstützung und dann plötzlich Zack unten drunter hier die Marke um die 1.41.27. Da ist einiges auf der Oberseite da. Die Entscheidung wird wie immer hier fallen, also auch hier wieder ein sehr sehr schönes Level rauf oder runter wird sich hier im Bereich um die 1.40. zumindest aus kurzfristiger Sicht sozusagen an dieser Stelle mit. Äh, ja, auf der short oder Longseite die Entscheidung finden. So gut, hätten wir das und dann machen wir mal weiter noch. Ähm, wartet mal, bevor wir auf die Indizes schauen, äh, gucke ich gleich nochmal. Wir haben noch ein paar Fragen zu den Währungen. Und zwar kann Dollar Schweizer Franken und Euro-Schweizer Franken und <laughs> Noch ein paar Sachen zum Friseur, ne? Die Friese muss weg, die ja die Matte muss runter und da geht es, glaube ich, nicht nur mir alleine so. Ich habe auch gelesen, ab 0 Uhr haben heute die ersten Friseure auch aufgemacht. Nachtschichten sozusagen. Ich hoffe nicht, die waren übermüdet. Möchte ich nicht wissen, wie heute Abend die Haare geschnitten aussehen. Aber gut, ähm, <laughs> wird schon besser ausschauen als vorher. Gut, also wir machen weiter. Kurz noch die Währung und dann gehen wir auf die Indizes ein: Kandler, Schweizer Franken und Euro, Schweizer Franken. Ich fange mal kurz beim Euro, Schweizer Franken an. Äh, da ging es ja ordentlich nach oben zur Sache und dann sehen wir hier, was der Peak nach oben raus gemacht hat. Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, hier mit Blick auf diesen Chart ist eine Sache jetzt sehr, sehr interessant, die wir hier sehen. Und zwar sehen wir den ziemlich starken Rückgang. Ich wechsle mal ganz kurz in den Wochenchart, damit wir sehen, wo es ist hier oben. Die Marke da oben hatten wir noch drinnen um die 1,1030 bis 1,1060. Hier dieses, dieses Widerstandslevel, wo der Markt durchaus drüber gespeikt ist und dann ordentlich zurückkam. Das sehen wir auch in der Woche. Was wir allerdings in der Woche auch noch sehen, ist, dass wir hier inzwischen einen intakten Aufwärtstrend haben. Warte, ich muss mal hier ein paar Linien rauslöschen, die wir nicht mehr brauchen, damit der Chart ein bisschen sauberer ist hier. Also wichtig ist hier jetzt mal zu wissen, wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat natürlich ähm, weiterhin die Chance, oben drüber zu laufen. Das heißt, wir haben ja hier oben dieses Spike hoch gehabt. Was ist denn hier jetzt passiert? So, alles klar. Also, wir haben hier oben dieses Spike-Hauch gehabt, im, so grob um die Marke von 1,11. Ähm, wir sind hier schön im Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Schaut mal, ich skizziere mal ganz kurz die letzte Bewegung hier zur Oberseite hin. Die haben wir da. Und wenn wir uns das jetzt mal eben im äh, 4 stunden chart nein, ich muss, hier muss ich mal äh, in den Stunden-Chart reingehen. Äh, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir hier, das ist der starke Bewegungsarm hier oben. Der hat hier in diesem Bereich die letzten, äh, die letzten, sag ich mal, äh, Bewegungen und Korrektur in seinem Aufwärtstrend gemacht, also in seinem Bewegungsarm an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier verortet in einem, ja, sag ich mal, Abwärtsschub. So richtig Trend möchte ich das noch nicht bezeichnen. Also man sieht zwar hier, dass es so ein bisschen Zwischenkorrektur mal gab, aber das ist alles so hauchdünn, dünn, so fein. Da muss ich wirklich sagen, ich will das nicht wirklich als sauberen Trend bezeichnen. Ne? Das wäre meine saubere Korrektur. Hier gab es dann die Bewegung in Trendrichtung und da ist dann was sehr, sehr Interessantes geschehen, warum ich die Longseite durchaus momentan weiterhin auch ähm, durchaus oder warum ich der Longseite durchaus eine ähm, Bestätigung geben möchte, weil wir sind hier unten in einen Doppelboden reingekommen, ähm, aus der Korrektur, das heißt, hier gab es in diesem Bereich, in diesem Kursbereich hier unten rum, um die Marke von, was haben wir, 109,55 rum. Kein Verkaufsinteresse. Und jetzt fängt der Markt im Kleinsten schon an zu schwingen nach oben. Also ein Mini-Mini-Aufwärtstrend ist schon vorhanden. Ähm, wichtig ist es jetzt allerdings, dass der Markt oben aus den Pushen kommt. Also hier müssen wir oben drüber, über das kleine Zwischenhoch hier oben, um die Marke von, ähm, was haben wir hier, 1, äh, naja, knapp 1,10 da oben. Da müssen wir drüber. Ähm, und dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, der aus einer Bodenbildung rauskam. Und der hat dann durchaus gute Chancen, nach oben rauf zu laufen, hier äh, in die Marke von. Von 1,1030 bis 1,1060 rein, beziehungsweise dann auch oben durch. Und das sind wirklich gute Chancen. Und für diese Chancen macht es mal Sinn, dass wir uns mal noch den Schub nach unten anschauen. Das heißt, wenn das so kommt, hier der kleine Aufwärtstrend, wäre das, kurz mal zurück in den Tageschart, eine super Umkehrsequenz aus der Korrektur heraus zur Oberseite rein. Und das Ganze mal betrachtet jetzt hier, müssen wir oben auf die 1.10 drauf und wenn wir uns das jetzt mal im 15 Minuten Chart anschauen, dann sieht man auch warum. Ja, also auch hier im 15 Minuten Chart, da sind wir längst noch nicht bei einem Aufwärtstrend. Hier im kleinen ist schon einer da, das ist ganz klar, das allerdings nur die Korrektur zu dem hier könnte also ganz gut auch eine Trading Range werden und wer dieses könnte außen vor lassen möchte, der wartet halt, was hier oben passiert um die Le um das Level von 1.10 und wenn dieses Level dann rausgenommen wird, dann können wir uns hier an den Zwischenhochs orientieren für die klassischen Ziele und da haben wir halt hier oben hier einen groben Bereich, das ist hier alles ziemlich eng, ich sag mal, das Schwungband, was wir hier haben zwischen 1 10 13 in etwa und hier haben wir das ganze den ganzen, sage ich mal, engen ähm, Zwischenhochraum, also das Band hier, das ist ein Widerstandsband zwischen 1,10,13 und 1,10,20. Das wäre mal dann das nächste größere Anlauflevel, in Anführungsstrichen größer. Wir sind ja immerhin im 15-Minuten-Chart unterwegs. Dann kommt hier das Zwischenhoch um die knapp 1,10,30 und dann, ja, Schon das nächste hier oben um die 1,10. Was haben wir hier oben liegen? 1,10 im Hoch waren es 1,1057. Also das da oben ran. Ich ziehe mal das kurz hier unten rauf, darauf, das, also das die wichtigen Level. Erstmal zur Oberseite. Da könnte schon einiges fliegen, wenn die Long-Seite weiter nach oben kommt. Und das ist echt hochinteressant. Wie schon gesagt, sehr, sehr spannend zu sehen hier. Jetzt sind wir mitten quasi in dieser Bewegungsseite. Also man kann das schon als kleine Range bezeichnen. Ne? Hier oben erstes Hoch, dort zweites Hoch. Immer ging es drunter. Hier mehrfach Boden. Jetzt sind wir hier um die Median um das Median rum fliegen wir tatsächlich oben drüber, dann haben wir gute Karten noch mal oben reinzulaufen oder wieder die Umkehr zu machen, aber hier müssen wir erstmal sehen, wie es kommt die Entscheidung wird gefällt um die Marke von 1,10. Und damit gehen wir in das Währungspark dollar Schweizer Franken. Hier ist die gleiche äh, Situation, wie wir es gerade im Euro Schweizer Franken gesehen haben. Hier, das ist mal der 4-Stunden-Chart, der ist absolut intakt. Wenn wir uns mal sehr kurz noch den, den Tageschart mit anschauen wollen, hier auch das gleiche, schön nach oben gegangen hier, über ein Widerstandslevel drüber raus. Jetzt die korrektive Phase. Also das, was ich gerade gesagt habe, äh, mit Blick auf den euro Schweizer Franken, das können wir direkt doppeln hier auf diesem Markt. Auch hier sehen wir das Wichtige, die Umkehr sozusagen da. Wir sind jetzt hier schon leicht auch am Rauftrenden, wenn wir das mal so sehen wollen. Aber auch hier eine wichtige Marke ist halt immer noch da. Das heißt, dass hier. Ist der korrektive Schub zur Unterseite rein? Und hier sehen wir halt auch, ich gehe mal ganz kurz hier ähm, mit der Markierlinie unten drunter durch. Das ist das, was wir hier haben. Das ist der Abwärtsschub. Und äh, den letzten Abwärtsschub, den wir sozusagen hatten, der kam hier aus der Korrektur raus nach unten hin. Ähm, und das schauen wir uns mal eben in den 15 Minuten an. Da sehen wir es nämlich auch, dass das der Abwärtstrend hier zur Unterseite ist. Und dessen letzten, letztes Zwischenhoch aus rein technischer Sicht ähm, liegt mal hier oben in diesem Level. Beziehungsweise, da kommt es jetzt von der Lesweise drauf an. Also, wenn man es äh, ganz äh, klein, haargenau und fein nimmt, ist folgendes: Wir hatten hier das letzte, ein Zwischenhoch und hier hauchdünn. Ein tieferes Tief, also rein von der technischen Betrachtungsweise spricht man hier tatsächlich schon von einer Trendfortsetzung. Die ging dann hier in die korrektive Phase oben rein und dann ging es hier zum letzten Bewegungsarm nach unten. Und das, was wir hier haben, ist der Bewegungsarm. Der ist komplett auch schon rausgenommen. Und jetzt wird es halt tatsächlich wichtig, was hier oben passiert. Wenn man das äh, also sehr, sehr eng nimmt aus der technischen Sicht, wäre es jetzt natürlich wichtig, hier oben über dieses Level drüber zu laufen. Das testen wir ja auch gerade hier oben den Ausbruch oben drüber über die dieses Zwischenhoch, und wenn wir das dann wegnehmen, wie wir es gerade auch tun, dann können wir uns in den kleineren, sag ich mal, Zwischenhochs orientieren, hier, da hätten wir hier das Swing High um die 1,71, knapp 75, dann haben wir hier oben den Deckel drauf liegen, grob um die 1,71, 87, und dann können wir uns schön, Schon zur Oberseite schwingen und das wäre wirklich ein sehr, sehr, sehr bullisches Bild auf dieser Seite. Also, das ist durchaus interessant, bis da oben hin erst einmal den Weg zu führen und da ist schon einiges an Musik drinnen. Wie ich schon gesagt, wir nehmen hier gerade wichtige Level raus. Die Oberseite schaut schon sehr, sehr interessant hier aus im Kandoller Schweizer Franken. Also, da das Bild tatsächlich ähnlich. So und das haut hin und ich muss sagen, das sind die Währungen für heute Morgen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an auf Indexbasis an. Das heißt, wir starten mal kurz durch mit dem deutschen Leitindex. Der macht ja in vier Minuten, macht der Markt offiziell aus. Wir haben am Freitag und mal wieder am Support um die 13.650 Punkte Marke ein Tief bekommen, das hochgelupft wurde und jetzt haben wir äh, schon die Long-Umkehr auch da, also aus der korrektiven Phase raus geht es jetzt nach oben, das heißt hier auch einmal wieder, wichtigerweise zu sehen, die wichtigen Regionen hier oben, wir sehen es hier ähm, kurz dort, wo das Allzeit hochgelupft worden ist, also grob um die Marke von, ähm, ja kann man sagen so um die 14.150 Punkte rum, so grob über den Daumen. Das ist ein wichtiger Deckel obendrauf äh, und der Boden unten hat halt auch wieder gehalten. Das heißt, an dieser Stelle haben wir auch einen Schwungbereich, in dem wir äh, sehr, sehr solide, sag wir mal, mal, hin und her laufen. Also hier unten die 13650 haben hier gehalten, oben der Deckel so drauf. Aber wir haben die Umkehr jetzt auch da. Wir schauen uns das Ganze mal kurz im Vier-Stunden-Chart an. Da sehen wir äh, im Stundenchart an, da sehen wir es auch, was hier läuft. Ne? Wir sind mittlerweile. Aus diesem Abwärtsschub raus hier mit einer Sequenz nach oben eine Korrektur haben jetzt den Aufwärtstrend gemacht, aus dessen Korrektur raus wieder zur Oberseite rein. Kurzfristige Anlaufpunkte haben wir da. Das wäre dann zum einen mal hier äh, dieser, naja. Wechsel-Drehbereich, in dem wir jetzt hier sind, also hier dieses Level, wo wir gerade sind, äh, das sollte jetzt keine großartige Rolle mehr spielen, das heißt, dort sollte der Markt durchaus ordentlich drüber laufen und das nächste, sage ich mal, kleinere Widerstandslevel haben wir hier grob um die Marke von 13.995 Punkte, das wäre dann äh, dieses hier, dann kommt die Psychologisch wichtige Marke in diesem Bereich von 14.000 Punkten und wenn die raus sind, schaut mal, dann haben wir es schon hier oben, die 14.000, ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier löschen, die 14.072-Punkte-Marke ähm, äh, hier und dann ist der Weg nach oben ähm, in den Widerstand grob um die 14.150-Punkte-Marke schon mit da. Also wir sehen es, der Markt knüpft so ein bisschen an die Erholungstendenz vom Freitag an, auch wenn die Geschichte äh, mit den Zinsen natürlich längst noch nicht durch ist und wir durchaus hier vor wichtigen Nachrichten diese Woche stehen, wo es mal wieder ziemlich schnell nach unten gehen kann, ähm, sehen wir jetzt eine Erholungsbewegung und wenn die nachhaltig ist, könnten wir durchaus die alten Hochs wieder in Angriff nehmen und das ist schon eine sehr, sehr interessante Story, zumal hier dieser Bereich, in dem wir gerade sind, so äh, um die 13.900 Punkte. Schaut mal an, wenn ich das mal kurz hier rüber ziehe. Das ist schon ein sehr, sehr marktrelevanter Bereich. Und wenn der jetzt überschritten wird, mal wieder, das wäre schon ein starkes Zeichen. Und damit haben wir gute Chancen zur Oberseite. Wen es interessiert, die Unterseite, möchte ich natürlich auch mit besprechen. Kann natürlich auch zur Umkehr kommen. Aus jetziger Sicht fallen wir hier unter das Zwischentief drunter durch. Ja, aber wir sehen. Wir haben es jetzt Markteröffnung. Ähm, zack, 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 <laughs> ging es kurz oben drüber. Jetzt lupfen wir drunter, aber es ist echt, es sieht momentan eher positiv aus. Ähm, aber wenn wir tatsächlich abprallen sollten aus jetziger Sicht, wäre es natürlich wichtig. Hier knapp 13.850 Zähler. Das wäre mal das erste Level aus jetziger Sicht. Das wird sich dann Stück für Stück im Laufe der Aufwärtsphase auch mit durchziehen. Wir sehen, wie bullisch der Markt jetzt auch reinkommt. Und wir sehen es halt, das Streben hoch zur 14.000-Punkte-Marke, das ist schon echt da. Und für die Kurzfristigen mal kurz den Puls hochtreiben, so sieht Minutenchart aus, also ähm, da ist schon ordentlich Action auch mit drinnen, aber hier mal kurz, hier seht ihr das, das ist einfach irre, wie schnell der Markt dort hochskaliert dann ähm, und äh, wichtige Marke auch rausnimmt und das sehen wir halt hier, hier ist nicht wirklich viel, was aufhält, äh, deswegen strebt es dort ziemlich stark hoch, äh, wie schon gesagt, die Unterseite ist auch da, aber man muss mal sehen, wie das Ganze sich jetzt ausdehnt, wir haben eine ziemlich schlechte äh, Vorwoche gehabt und eine Gegenbewegung wäre jetzt hier ohne weiteres drin. Und deswegen sehen wir hier das Streben schon Richtung der 14.000-Punkte-Mark. Also da bleibt es wirklich sehr, sehr spannend. Und genau äh, diese Umkehrsequenz, die wir hier im DAX entsprechend auch sehen, ähm, können wir auch in den US-Indizes sehen. Also, wenn wir uns beispielsweise hier mal kurz den, äh, den wo haben wir denn hier den SP 500 anschauen wollen, ähm, der macht. Äh, ein ähnliches Bild, wenn auch, ähm, na doch, das sieht ja genauso aus, ähm, nicht mit ganz so viel Dynamik, aber auch hier sind wir in einem sehr, sehr wichtigen Bereich drin, denn dieses Level, was wir hier oben haben, also dieser Bereich hier, ich muss das mal so ein bisschen breiter ziehen, hier um die Marke von, ähm, ich sag mal grob 3850 rum, hier so über den Daumen, das wäre jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir sehen dieses Hickhack hier und ich habe das schon oft gesagt, äh, wenn wir einen Chart mal die Hochs und die Tiefs verbinden und äh, das sieht so aus wie wir das jetzt hier haben, also ähm, rum wie num, wie man es nehmen will. Fallende, hoch, fallende Tiefs und steigende Hochs ist immer ein Zeichen von extremer Unsicherheit. Und jetzt sind wir hier erstmal über diese wichtige Marke von ähm, 8350 Punkten drüber gegangen. Ähm, ein wichtiges Level wäre dann als nächstes hier oben dieser Bereich, äh, wo wir hier die Umschwünge gesehen haben. Also hier im Moment. Hier unten dieses Level auch mal ein bisschen breiter gefasst zwischen 3860 und ähm, 3870. Hier sehen wir diese Schwünge. Das wäre mal wichtig. Und wenn wir sogar darüber gehen, dann können wir tatsächlich auch eine gute Erholung sehen. Oben rein in die höheren Level. Aber auch da wenn wir uns mal hier diese große starke abwärtsdynamik auch anschauen wollen da muss man einfach in die kleineren zeiteinheiten reingehen um erst einmal level zu finden die hier wichtig sind ne? und da sieht man hier auch diesen bereich den ich einges oder anskizziert habe hier äh, an dieser stelle äh, die äh, diese dieses level hier ist schon wichtig auch im 15 minuten chart sieht man es hier was support hier dann plötzlich widerstand hier wieder widerstand also das ist schon sehr sehr ein wichtiger bereich und wenn auch der rausgenommen wird dann sieht man halt auch hier da ist erstmal nicht nicht wirklich viel, äh, wo wir Widerstände starke Widerstände haben können, sondern da kann es durchaus ordentlich nach oben treiben. Ein Punkt haben wir hier noch da auf der Chart-Oberseite. Das wäre mal hier dieses kleine Zwischenhoch hier oben um die Marke von 3.800. Das haben wir 72, 73 in etwa hier. Ja und dann noch hier dieser kleine Zacker oben drauf. Ein bisschen über 3900 Zähler, aber wir sehen es, die Sequenz nach oben ist dann durchaus durchaus offen hier und da haben wir ein paar kleinere Anlaufpunkte. Aber da ist der Weg nach oben hin schon leichter, weil hier einfach nichts wartet, was stark nach unten drücken kann. Wie es ausgehen wird, das wird der Markt uns zeigen. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Und dann gehen wir hier äh, sozusagen nochmal auf ähm, die entsprechende Situation im Nasdaq ein. Hier im Nasdaq kurz mal der Tagesschat, auch da sehr sehen wir einen Markt der ziemlich stark nach unten korrigiert ist, aber auch da Deswegen sprechen wir über diese Level. 12.735 hier der Support hat auch in der letzten Woche wieder gezeigt, dass es ein, ein, ein Kaufbereich ist. Und in diesen Leveln sage ich auch immer wieder nicht auf den Punkt gucken, sondern den Bereich anschauen. Und wenn wir da plötzlich eine Umkehr bekommen, ist das schon sehr, sehr interessant. Und wie schon gesagt, hier hatten wir Freitag auch einen relativ unruhigen Tag, aber wir gehen jetzt gerade über die Freitagshochs oben drüber, also hier über diesen Bereich. Und das ist ein bullisches Zeichen, das könnte ein ein schöner Follow-Through-Day werden und da schauen wir uns das Ganze natürlich auch noch mal in der Stunde an und in der Stunde haben wir ja schon gesehen, dass hier oben dieses weit weit weg Level hier um die 13.340 Punkte Marke ein wichtiger Widerstand ist und wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal kurz anschauen wollen hier, man sieht ziemlich deutlich, das Hoch vom Abwärtstrend durch die hohen Volatilitäten haben wir erst hier oben in diesem Bereich. Das heißt, alles, was wir jetzt hier nach oben trenden sehen und wir trenden momentan sehr wohl nach oben. Ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen hier mit rein. Also wir trenden sehr wohl hoch. Hier wir haben steigende Hochs und wir haben steigende Tiefs. Da ist alles momentan in einem Aufwärtstrend verortet, in der kleineren Riege. Ne? Und das gibt uns halt die Chance, hier oben drüber zu laufen und dann die ganz, ganz große Richtung wieder nach oben aufzunehmen. Das ist jetzt da, aber und deswegen... Äh, gehe ich hier auf das Aber nochmal mit ein. Bitte immer eins im Hinterkopf behalten. Der Grund, weshalb die Märkte dort so gefallen sind, der ist immer noch da. Und zwar sind das die steigenden Zinsen in den USA. Und das macht den technologielastigen Unternehmen natürlich das Leben deutlich schwerer, wenn die Zinsen steigen und das ist ein Problem und deswegen wurde hier viel abverkauft und da haben wir halt wirklich diese Umschichtung äh, schon gesehen und ich glaube die sind auch aus Erfahrung her noch nicht vorbei also es könnte durchaus sein ähm, dass der Nasdaq hier auch erstmal ein Stück weit hochläuft und dann wieder ein deutliches Stück zurückkommt wenn die Lage nicht so sauber bleibt ähm, und äh, die Gegenbewegung wir wissen es halt erst hier oben und ich weiß selbst wie schwer das ist die Füße äh, sozusagen still zu um zu sagen, jawohl, wir sind jetzt schon wieder im Tagesaufwärtstrend drinnen. Die Umkehr ist auf alle Fälle da. Die Kuh vom Eis haben wir aber erst, wenn wir hier oben über die 13,340 13, drüber laufen. Ja, bis dahin ist das alles nur Gegenbewegung. Aber auch diese Gegenbewegung hat Chancen zur Oberseite. Und zwar hier, wenn wir weiter nach oben laufen, der nächste, das nächste Drehlevel haben wir hier grob im Bereich von 13.160 Punkten rum. Also hier in diesem Drehbereich. Also. Hier dieses Level und dann hier oben diese 13.200 und ein paar in den 90, das Level und dann können wir schon oben rauf gehen. Das sind mal die Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Nummer 1. Nummer 2 müssen wir natürlich ein bisschen auch die Unterseite mit beleuchten. Wenn wir hier jetzt quasi unter dieses kleine Zwischentief drunter durchlaufen sollten, dann hätten wir äh, zunächst erstmal wieder Indikatoren dafür, dass der Markt eher nach unten möchte. Und da sehen wir es halt an dieser Stelle hier unter 13.035 Zählern, haben wir die Unterseite da. Wir hatten hier eine schöne Konsolidierung und die ist auch rausgenommen worden. Wird das wieder abverkauft, dann der Weg nach unten hin und aufgrund der höheren Volatilitäten natürlich alles auch ein bisschen weiter weg. Der nächste Anlaufpunkt, den haben wir dann unten grob um die 12.860 Punkte-Marke liegen. Wer es im kleinsten sehen möchte, hier mal kurz der Weg in die 5 Minuten rein. Da sehen wir es auch. Hier unter dieses kleine Level drunter hätten wir Gegensequenz zur Unterseite hin. Und da wird es dann halt interessant hier unten rein. Hier sehen wir noch ein kleines Gap. Das ist natürlich auch immer interessant, was hier passieren kann. Hier in diesem Bereich um die 12.955 bis hier, je nachdem, wie man es nimmt, ob man man es vom tief nimmt. Ja, das kann sich jeder selber ein bisschen basteln, aber das Gap haben wir halt grob zwischen 12.915 und 12.960 damit da. Das könnte auch eine Rolle spielen. Und wenn das hier unten alles nicht hält, dann wäre mal das nächste Level hier unten in diesem Bereich. Halleluja! Das sehen wir die Linie nicht. Muss ich mal kurz die Farbe ändern? Hier dieses kleine Zwischentief, was wir hier unten haben, um die 12.757 in etwa rum, beziehungsweise dann hier, also ein paar kleine Anlaufpunkte haben wir da. Das wäre dann hier das nächste um die 12.723 hier drüben in diesem Supportbereich. Also hochinteressant, was wir hier sehen. Wie schon gesagt, der Markt muss jetzt entscheiden, ob er tatsächlich die bullische Phase direkt wieder aufnimmt und sagt, okay, letzte Woche ist Vergangenheit, wir richten uns neu aus, oder ob wir hier an dieser Stelle äh, quasi erst mal die Unterseite wieder sehen. Das muss man sehen und gerade auch mit dem mit dem Thema Technologie, es gibt ja im Nasdaq auch sehr sehr viel Technologie, die sich beispielsweise auch mit grüner Umweltenergie und 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 beschäftigt. Also da ist auch schon noch einiges, wo im Index selbst Umschichtung geschehen könnten und deswegen die Kurse auch wieder deutlich nach oben gehen können. Das bleibt interessant zu sehen, hängt so ein bisschen mit der Indexzusammensetzung zusammen, aber auf alle Fälle sehr sehr gut, dass wir hier zumindest mal ein Lebenszeichen der Bullen wieder bekommen. So, das hätten wir. Damit wären die Fragen auch alle mal durch. Und ich sage an dieser Stelle wieder: äh, Ich hoffe, es war soweit etwas interessant zum Wochenstart hier ähm, an dieser Stelle. Und äh, ich bedanke mich fürs rege Zuschauen, auch für die Fragen, die wir hier bekommen haben. Und sage allen einen erfolgreichen Handelstag. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan. Und dann wird das laufen. Und ich sage Tschüss, bis morgen um 8.30 Uhr live. An gleicher Stelle mit den nächsten Handelsideen und Raum für Ihre Fragen. Bis dahin, tschüss und alles Gute.